Hallo und herzlich willkommen bei 1-3.de. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr die Babysnap-Zange richtig bedient, wie ihr den Metallstift auswechselt und wie ihr die Aufsätze auswechselt. Das geht ganz einfach und dann zeige ich euch jetzt in der Nahaufnahme, wie das geht. So, wenn ihr euch also eine Babysnap-Zange bestellt, dann wird die zurzeit mit dieser Verpackung geliefert. Und der Inhalt ist einmal die Babysnap-Zange, dann gibt es eine Ahle, mit der stecht ihr die Löcher in dem Stoff erstmal vor. Dann gibt es vier Aufsätze, und zwar einmal den Aufsatz T3 für die kleinen Knöpfe, den Aufsatz T5 für die mittleren Knöpfe und den Aufsatz T8a bzw. T8b für die großen Knöpfe. Wir bei 1-3.de, wir haben bei unseren T8-Knöpfen das Oberteil T8a immer doppelt. Also bei uns braucht ihr nur den T8a-Aufsatz. Wenn ihr T8-Knöpfe bei anderen Lieferanten bestellt, dann kann es schon sein, dass das Knopfset aus einem T8a-Cap plus einem T8b-Cap besteht. Dann braucht ihr beide Aufsätze, um ein Knopfset zu befestigen. Wir brauchen das nicht, darum kommt der jetzt mal zur Seite. Außerdem sind noch dabei zwei Metallstifte, ein schmaler Stift für die Knöpfe T3 und T5 und ein dickerer Stift für die T8-Knöpfe. Das ist jetzt also der Lieferumfang. Ich würde euch noch empfehlen, dass ihr euch einen kleinen Schraubendreher zulegt. Denn ihr braucht den Schraubendreher, um den Metallstift dann auszutauschen. Dann noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt hier erkennen, dass ich auf dem Rand des Aufsatzes mir hier die Bezeichnung notiert habe, T8a. Die Bezeichnungen für die jeweilige Aufsatzgröße findet ihr auch hier auf dem Rand. Die ist leicht erhoben, aber sie ist leider nicht farblich abgesetzt. Und je nach Licht müsst ihr wirklich lange suchen, darum macht das einmal, sucht einmal die Größe und notiert die Größe dann mit einem Edding auf dem Rand des Aufsatzes. Das ist einfach viel schneller dann, wenn ihr die Knöpfe befestigen möchtet. So, jetzt zeige ich euch aber, wie man den Aufsatz auswechselt, denn ihr braucht ja den richtigen Stift, diesen hier, den dicken, um den großen T8-Knopf zu befestigen. Dazu geben wir alles andere zur Seite. Und ihr habt jetzt hier die Zange und euren Schraubendreher. Und ihr geht hier an diese kleine Schraube ran. Müsst ihr aufdrehen. Und das ist jetzt auch bei der Chemsnap-Zange genau gleich. Dann macht ihr das genauso. So, das springt schon auf. Kleine Schraube raus, Feder entfernen, den Gumminippel abziehen und den Stift rausholen. Und jetzt könnt ihr auch schon sehen, wie sich die zwei unterscheiden. Der hier ist der dicke Stift für den T8-Knopf und das ist der schmale Stift, der kleine Stift für T3 und T5. Der kommt jetzt zur Seite. Ihr müsst jetzt einfach umgedreht vorgehen. Ihr steckt jetzt den Stift hier in dieses Loch. Gumminippel schon wieder befestigen. Und ihr seht hier diese Schiene und in diese Schiene wird auch gleich der flache Teil vom Metallstift eingeschoben. Vorher aber noch die Feder drüber schieben. So. Und reindrücken, vorsichtig. Und jetzt müssen auch das Loch vom Metallstift plus das Loch der Zange übereinander stehen. Ja, jetzt. Dann kommt meine Schraube rein.
das drehe ich feste an. Und jetzt habe ich schon mal den Stift ausgewechselt. Jetzt muss ich natürlich noch das Unterteil auswechseln. Und das geht bei der Babysnap-Zange ganz einfach. Das ist gar kein Problem. Also einfach nur rausziehen bei der Babysnap-Zange. Jetzt brauche ich für meinen großen T8-Knopf den T8A-Aufsatz. Und den drücke ich einfach nur rein. Und jetzt würde das schon gehen. Bei der Camp-Snap-Zange, da habe ich eine da. Da müsstet ihr jetzt noch hier unten mit dem Schraubendreher das Schräubchen öffnen, den Aufsatz auswechseln, Schräubchen wieder schließen. Aber der Wechsel von dem Stift ist bei der Camp-Snap-Zange und bei der Babysnap-Zange identisch. So, das ist die Babysnap-Zange mit ihren unterschiedlichen Aufsätzen. Und ihr wisst jetzt, wie ihr den Metallstift wechselt, wie ihr den Aufsatz austauscht. Und ihr achtet auch bitte immer darauf, dass der Stift wirklich passig ist zu den Aufsätzen. Also schmaler Stift zu T5 und T3 und der dicke Stift für die T8-Aufsätze. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch weiter, wie ihr wirklich mit eurer Zange umgehen könnt. Für weitere Anleitungen, da könnt ihr auch gerne unsere Webseite besuchen, www.1-3.de, und in der linken Spalte, da findet ihr den Bereich Informationen und dort haben wir ganz viele Fotoanleitungen für die Snap-Zangen und drumherum für die Snaps, wie ihr die verschiedenen Snaps dann auch anbringt. Vielleicht schreibt ihr mir auch eine E-Mail, wenn ihr eine Frage habt, und könnt euch noch andere Videos von mir anschauen.